Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, war schon etwas überrascht, als die Anträge ausgetauscht wurden und Vorlagen gleichlautend wie zu der Sitzung am 25. Januar hier in dem Hause weder inhaltlich noch substanziell irgendetwas anderes dazugetragen. Herr Minister Pegel, mein Respekt, meine Achtung vor der Geduld, die Sie aufbringen, Sachverhalte, die Rechtslage darzulegen, zu der ich nichts ergänzend sagen kann. Es ist so, wie es ist, wie Sie es dargestellt haben. Wenn wir jetzt am Biertisch wären, würde ich eine Wette abgeben. Aber hier an dem Hohen Haus, das ist es einfach, das gebührt sich nicht und mein Anstand lässt das nicht zu. Aber am Biertisch würde ich sagen, zur nächsten Landtagssitzung treffen wir uns zum selben Thema wieder. Ansonsten müsste ich jetzt auch noch meine Rede von heute Morgen wiederholen. Da habe ich alles gesagt. Deshalb, ich gehe davon aus und ich weiß das auch, dass meine Fraktion und die Koalitionsfraktion den Antrag ablehnen wird. Und ich bin gespannt auf die Anträge der nächsten Landtagssitzung. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Gut.